Hallo Leute, ja, wir sind in einer neuen Folge Oxygen Not Included. Wir haben letztes Mal irgendwo hier da, ach guck mal, die haben das schon abgebaut, haben da die Algen da runtergemacht. Das hat gut geklappt, da habe ich hohe Prio gemacht, habe wahrscheinlich ein klein bisschen weiterlaufen lassen. Wir müssen aber gucken, dass wir da noch mehr kriegen, weil wir haben da doch, glaube ich, ein Problem mit gerade. Wir haben 14,4 Essen, das ist ein bisschen wenig. Keine Ahnung, warum so Farmen jetzt gerade hier so schlecht laufen, aber hier kann man abernten. Wahrscheinlich haben die nur gerade keine Lust, weil die gerade da schlecht hinkommen oder sowas. Wasser ist definitiv immer noch ein Problem. Sauerstoff, Wasser und Essen. Essen, würde ich sagen, ist jetzt das Dritte daran. Sauerstoff wäre wichtig. Warte mal, da können wir gerade die Karte aufrufen. Das sieht aber eigentlich mit Sauerstoff noch relativ gut aus, aber da müssen wir definitiv noch was dran tun. Und das Dritte ist dann halt Wasser. Wasser ist das größte Problem. Ich denke mal, wir schauen ins Logo, gehen auf den großen Bildschirm und dann machen wir weiter. So, dann würde ich jetzt mal ganz schnell auf die Suche erstmal nach Algen gehen. Da sitzt schon mal einer. Mach das mal auf 8. Hier sind wir reingelaufen. Die haben wir aber alle aufgehoben. Da gibt es auch keine mehr drumrum. Schade. So, hier wird es keine Algen geben, weil da ist Kältebiom. Hier hoch wollen wir nicht weiter gehen. Hier drinne. Das Goldamagan, das grab mal aus, das brauchen wir vielleicht noch. Und hier gibt es eine Alge und da gibt es eine Alge. Müssen wir das gerade wegbuddeln. Ich glaube, hier gibt es keine Keime, ne? Da ist noch eine Alge und da sind noch Algen, aber da kommen sie irgendwie nicht dran an, die beiden. Gute Frage. Hier haben wir das schon so gemacht, dass man da lang. Oh, warte, hier ist eine Alge. Da ist auch eine Alge, kommen sie aber nicht dran. Ne? Da ist noch eine Alge. Da wären noch Algen. Ja, an dem kommen sie dran, aber an dem nicht. Interessant. Schauen wir mal. Hier hätten wir schon mal Algen weggeholt. So, weiter hoch wollen wir nicht, weil da ist auch schon Ende mit unserem Planeten. Hier hatten wir geguckt. Hier wären noch Algen. Aber erstmal würde ich jetzt hier schauen, wo was Einfacheres ist. Manchmal hat man ja noch hier irgendwo so einen ganzen Bereich, den man dann nicht geschafft hat zu sehen, ne? Das ist hier Granit. Hier wäre noch Alge. Hier sind ganz viel Algen. Das würde bedeuten, grab mal hier noch ein Stück weiter. Geht dann mit einer Leiter hier runter. Und Alge, Alge, Alge. Vielleicht geht das so. Hier wären auch noch Algen. Hier mal ein Chlorgas. Sag schon, oh, hier wollen wir sogar irgendwas machen. Auch interessant. Wir brauchen aber erstmal Algen. Und davon ganz viele. Also hier sind wir noch. Ah, weil hier das große Algenfeld ist, wollen wir hier runter. Hier passiert aber gerade nicht so viel. Vielleicht macht Nisbet gerade den Weg frei. Ja, das stimmt. Hier sind Algen. Ja, dann gehen wir dahin. Das ist schon eine gute Idee. Wieso ist hier so ein Klotz hingekommen? Ich weiß es nicht. Der geht in irgendwelchen 35 Zyklen, wird der erst wach. Da haben wir schon alles soweit für vorbereitet, einigermaßen. In der Hoffnung, dass das dann auf Dauer funktioniert. Ja, Lisbeth ist jetzt darunter, aber wie sieht es denn mit unseren Keimen aus? Hier unten erstmal safe. Ja, hier ist schlecht. Aber es ist nur ein Tausender, also da könnte man wahrscheinlich sogar mit leben. Hier ist mehr, hier ist schlimmer. Hier müsste was passieren. 2000. Aber hier gehen sie ja mit einer Atemschutzmaske rein. Eigentlich auch nicht so ganz so schlimm. Der Filter, der läuft hoffentlich. Hier sind auch nur 400. Ja,
Hier unten haben sie Maske auf, also da wäre es erstmal nicht so ganz so schlimm. Dann wäre es schon schlimmer hier. Hier sind auch Keime, keine Ahnung, aber hier sind ja Filter eigentlich, das sollte doch funktionieren, oder? Toiletten müsste einer mal sauber machen, dann hätten wir da weniger Keime. Ja, verschmutzt und Keime, ne? Hier muss aber ganz viel entkeimt werden. Hier ist ja ganz krass, 8000. Der arbeitet aber. Dafür brauchen wir auch noch Wasser, ne? Oder wie war das? Wird hier aber auch geholt. So, aber wir müssten da die Anlage noch weiter für fertig kriegen. Hier, da fehlt Strom. Essen, wie sieht's denn aus? 12.000, zu wenig. Da muss mehr werden. Was haben wir hier gebastelt? Hier drücken wir gerade Land zurück, sozusagen. Zerlegen. Ach so, jetzt haben wir. Ne, hier müssen wir graben. Ne, warte mal, ich muss da graben, aber nicht da graben. So muss es werden, ne? So, das müsste weggegraben werden. Kommt sie da hin? Ich will's hoffen. Macht sie das auch gerade? Ah, da, die Pflanze muss nämlich weg. Da kommt man nicht hin, weil hier. Oh, schwierig, aber da können wir erst das machen und dann kommen wir da doch hin. Gut. Wen wollen wir hier aussetzen? Ein Hatchling wollten wir da aussetzen und der sollte hier hinten dieses Reservoir behalten wahrscheinlich, damit er da was machen kann, oder? Ah, jetzt wird hier schon mal fürs ja, Essen holen ist gut. Strom für den Filter ist auch gut. Der ist, glaube ich, jetzt fertig. Das heißt, da fehlt nur Wasser, oder? Ja. Filtermaterial. Essen, ja, ist ein bisschen knapp. Kriegen wir aber wohl in den Griff, schätze ich mal. Das funktioniert wohl irgendwie, würde ich sagen. Das Wasser hier wird mehr, aber ja, der sollte funktionieren, der das Werk. Lass uns nochmal nach Sauerstoff gucken. Wird da produziert? Hier oben nicht so viel, aber ja, die kommen da oben gar nicht so hin, weil da, ne? Obwohl, ganz oben ist dann wieder verschmutzter Sauerstoff. Was macht denn jetzt hier unsere Ausgrabung? Ist hier passiert wohl? Alge aufräumen. Alge aufräumen. Wo waren die anderen Algen? Hier. Sind aber schon alle geholt worden. Wie viel Kilo haben wir? Oh, 1,3 Tonnen. Werden wir nicht dran sterben mehr, denke ich. So, wenn ich den ausgrabe, habe ich hier ein Loch offen. Das heißt, hier müssen wir gucken, dass wir das irgendwie so hinkriegen. Da einen hinbauen und da einen hinbauen, ne? Die Algen sind ja schon abgeholt worden, ja, dann brauchen wir da nicht mehr rein. Dann können wir den mal ausgraben und kriegen vielleicht den Chlor hier, den Wasserstoff zusammengedrückt. Oh, hier hat einer Pipi reingemacht, so ein Shit. Das ist nicht gut. Ist schon relativ viel Wasser, ne? Grab den mal aus. Vielleicht kommen wir dann irgendwie weiter. Ich weiß aber nicht wie. Den kannst du zerlegen. Nee, nicht zerlegen, graben. Warte, da ist eine Pflanze. Das bedeutet da graben und den nicht graben. Schauen wir mal, vielleicht den noch graben. Ach so, nee, dann gehen wir hier rüber. Ja, den zumachen dann, ne? Schauen wir mal.
Was wird mit unserem Wasser hier? Die Rutschestange ist bis da. Ne, die ist noch weiter, aber hier ist kein... Warte auf Lieferung Kupfer. Haben wir denn Kupfer überhaupt gemacht? Wo ist Kupfer? Hier unten ist Kupfer, wenn... Aber das ist schon angesagt. Und machen wir Prio höher. Kupfererz haben wir 56,2 Tonnen. Kupfer selber haben wir 645 Kilogramm. Also da passiert schon was. Was war da? Achso, das sind unsere Dinger hier, die hier so ein Geräusch machen, ne? Kann man das aufwischen? Ja, kann man aufwischen, das ist gut. Dann lass uns das wieder aufwischen. Und dann haben wir Kanister, ne? Und die produzieren was. Benutzt Wasser? Ja, Wasser. Wasser haben wir nicht. Wie sieht's hier aus? Hier ist wohl... Ja, wohl geht eigentlich noch. Das ist nicht ganz so schlimm. Ein bisschen Sauerstoff ist tatsächlich hier sogar vorhanden. So, was machen unsere Keime? Das Gerät funktioniert immer noch nicht, oder? Nutzt Sand, um verschmutzten Sauerstoff aus der Luft zu filtern und eine Verbreitung von rein zu reduzieren. Haben wir denn Sand? Nee, Ressourcen. Wo konnte ich denn jetzt Ressourcen sehen? Meine Güte. Rohöl? Zeige alle. Sand da oben kann ich filtern. Total 200 verfügbar ist es auch. Also sollte das nicht das Problem sein zum Filtern. Was ist das hier für ein Sauerstoff? Okay, aber das sieht so grün aus. Keine Ahnung warum. Funktioniert ja erstmal hier. Das ist ja erstmal gut. Oh, guck mal, die haben ja schon ganz viel aufgewischt. Da ist zwar kein Sauerstoff drin, aber es geht hier voran. Jetzt müsste man das noch einlagern, ne? Aufräumen. Da brauchen wir so einen Tank wahrscheinlich, ne? Wenn ich aufräumen klicke, dann sehe ich hier, was ich brauche, oder? Lager nicht verfügbar. Flüssigkeit, Rohöl. Aufräumen, abbrechen machen wir erstmal. Naja, ne? Algen haben wir jetzt eine knappe Tonne. Wasser wird unser Problem als nächstes sein. Wie sieht's denn hier aus mit der Verbindung nach oben? Das geht noch nicht voran, ne? Da fehlt aber im Prinzip wohl nur der Strom momentan. Ja, nützt nichts, Prio ändern. Dann noch hier hoch. So passt's dann. Und mal gucken, dass die das da aufbauen, ne? Ja, das mit den nassen Füßen finde ich jetzt auch nicht hier so toll. Hier könnte ich noch einen weggraben, ohne dass mir was passiert, glaube, ne? Eisenerz haben wir hier. Kann ich das runterlassen? Nein, dann geht es hier unten hin. Ja, hier wird es zwar aufgefangen werden, aber ist auch nicht dolle da. Kann ich da wischen? Nee, ne, oder? Nee, da kann ich, doch, da könnte ich wischen, okay. Wäre dann etwas möglich vielleicht. Jetzt müssten die nur kommen und da was machen. Und da kommt einer, was macht er? Ja, die nassen Füße muss ich loswerden, ne? Hier oben wird jetzt hoffentlich der Strom gebaut, ne? Wo geht er denn hin? Gräbt er jetzt hier die Alge aus?
Er hat schon gereizte Lunge, ne? Geht da lang? Ach, hier kann man nicht rüber. Ah. Da kann man nicht rüber. Und da ist schon alles ausgehoben. Die Wassermenge, die ich hier habe, ist jetzt nicht das meiste, ne? Ein paar Tonnen sind es ja doch. Was macht er denn jetzt? Er baut von der Seite jetzt, okay, liefert erstmal Kupfer. Das ist ja schon mal etwas, dass das hier oben schon mal ist. Warte mal. Prio 9 machen wir hier, die beiden, damit die woanders lang gehen. Ist hier Sauerstoff? Ne, nur da oben, aber der ist schmutzig, ne? Ja. Aber es geht damit zu leben. Da ist auch keine Rutschestange, ne? Prio haben wir da auch nicht gemacht. Machen wir da nochmal die Prio auf 6 hier für die Rutschestange. Na, jetzt wird wahrscheinlich die. Ja, komm, dann nützt es nichts, dann wird da auch eine 8 rausgemacht. Oh, ich sehe gerade Abbruch. Aus Versehen daneben, ne? Also hier passiert schon mal was. Hier wird jetzt zum Glück auch die Leiter gebaut, dann können sie direkt darüber gehen, müssen nicht diesen Bogen laufen. Ah, das sieht aber jetzt gerade richtig gut aus, oder? So, wie sieht die Wasserleitung aus? Die geht von da nach da, aber nicht weiter, okay? Das heißt, wir müssen hier raus, darüber. Da gehen wir runter. Da brauchen wir eine Brücke. Die muss so rum sein. Und dann die Rohrleitung wieder hier rüber. Aber wenn wir da sind, ne, dann sind wir schon ziemlich weit. Okay, und das können wir hier auch noch alles abtauen und so, ne? Das müsste doch auch funktionieren dann, oder? Wie weit ist der Strom jetzt da? Hier fehlt dann noch zwei Felder, dann wird das schon funktionieren, glaube. Wie ist die Prio? 8. Ja, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ist das hier so richtig? Okay, da ist das Auffangbecken. Keine Ahnung, wofür das hier so gemacht ist. Grab das erstmal so. Man zerlegen, dann kann man da hin, oder? Hier ist sogar noch Wasser. Unsere letzte Hoffnung, Wasser. Algen 3 Tonnen, das geht jetzt erstmal vorübergehend etwas. So, Wasser ist dann das Problem. Essen sind wir nicht so gut, aber haben wir auch noch. Das Wasser ist jetzt das Problem, würde ich sagen. Vielleicht hätte ich den Filter gar nicht anschmeißen sollen da oben, sondern hätte das einfach hier das schmutzige Wasser hier reinleiten sollen. Wäre vielleicht einfacher gewesen. Naja, jetzt ist es halt so. Gut, oh guck mal, hier, die haben schon wieder Wasser, Öl hier reingemacht. Da müssen wir uns dann als nächstes auch drum kümmern. Jetzt gibt es noch einen Jupe zu nehmen. Dann wird Mordrak im Dreieck springen. Welche Hilfelieferung gibt es denn hier? Hilfe bei Drecklet, pikanter Tofu. Ja, guck mal, das ist doch Essen, ne? 12.000 Kalorien, das ist schon mal eine Hausnummer. Gut.
Jetzt haben wir wenigstens 26.000. Das ist schon mal eine gute Lieferung gewesen. Wir konnten da auch was noch einstellen, ne? Sollen wir da mal noch mal gucken gerade? Fertigkeiten der Duplikanten. Alle können irgendwie was besser. Okay, verbesserte Tragfähigkeit ist immer gut. Bart geht auch was. Seine Lieblingsgeschichten sind schon durch, ne? Jetzt sollte er auch besser tragen können. Da oben sind die Herzchen. Pyrotechnik aufräumen. Munitionsfertiger benutzen. Kenne ich nicht. Machen wir mal. Hier ist schon ziemlich weit fertig. Schutzanzug dann in die Richtung. Macht jetzt nicht unbedingt einen schlechten Eindruck. Hier werden wir definitiv das noch machen. Hier können wir den Meisterdekorierer rausmachen. Oh, ich gucke gar nicht hier, wie viel ich hier mache. Das ist nämlich dann über. Oh, das war jetzt keine gute Idee bei denen hier wahrscheinlich, oder? Ah, klappt noch. Hier ganz schlecht gewesen. Oh, jetzt müsste ich den Schrubber rausholen, damit das weggeht, ne? Das war überhaupt keine gute Idee, das hier zu machen. Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Hier, diese Person geht. Viehzucht, mach mal ruhig. Hier ist nur einer. Hier ist schon über. Hier würde zwei sein, aber das machen wir jetzt mal besser nicht. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das war nicht so ganz so gut. So, die sind alle am Pofen. Das ist schon mal gut. Was hatten wir hier? Ein Gastank, aber pff, das hat auch nicht so gefruchtet, was ich davor hatte. Da müssen wir nochmal dran. Ne? Aber erstmal läuft was hier. Und die Algen, die waren hier. Gut, da können wir noch weitere Algen abbauen. Da ist keine. Da fängt die Alge an. Das wäre auch Alge, aber da baue ich das auf. Das würde bedeuten, ich muss erst das aufmachen, damit ich hier einen reinsetzen kann. Ne? Mal gucken, wie weit wir da kommen. Und dann, ich sage, machen wir hier mal eine Leiter rein. Die Leiter kann ruhig bis da unten hin, weil da geht bis dahin die Alge. Dann können wir hier diese Reihe auf jeden Fall auch graben. Und die Reihe können wir dann rein theoretisch auch graben. Okay, wir haben hier noch ein relativ großes Reservoir. Das ist erstmal schon mal nicht schlecht. Und da weiß ich nicht, was hier noch alles so ist. Hier ist ein Kaltdampfschlot. Na super. Wie weiß ist denn das Wasser hier? 72,4 Grad. Da oben haben wir einen erforscht und hier unten werkelt einer von alleine rum, ne? Na, der wird dann irgendwann mal ausbrechen, oder? Ach, das ist ein Wassergeysir. Das ist gar kein Kaltdampfschlot. Die Dingens. Bei 95 Grad. Und der konnte nur, glaube ich, 75 Grad ab, oder wie war das? Okay, dann werden wir da ein Problem kriegen wahrscheinlich. Wir werden sehen, was da passiert. Ich hoffe, das hält hier so dicht. Ja, die sind zum Glück am Essen. 19.000. Und ich denke, wir können erst hier wieder einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt damit, wenn es nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.